Namaste, schön, dass du hier bist. Wir starten direkt in eine Praxis, die auf die Bandscheiben ausgelegt ist. Und wenn ihr so ein Ding habt, könnt ihr euch so ein Ding gleich nehmen. Wenn nicht, geht es auch mit den Händen. Dann braucht ihr ein Bolster, ja, ein Kissen. Und eine Decke. Sowohl das Kissen kann durch eine Decke ersetzt werden, als auch das Bolster. Ja, wenn ihr kein Bolster habt, kein Kissen habt, Kopfkissen, normale Zudecken tun es auch, können wir uns daraus was basteln. Und die Decke faltet ihr wieder wie gestern, Rücken lang, Handteller breit. Das ist dann auch ideal. Stell dich ganz ein auf diese Praxis, die sich ganz um den Rücken und um die Bandscheiben dreht, vor allem in der Lendenwirbelsäule, weil da häufiger Bandscheibenprobleme sind. Samutite Panchatma ke yoga guni prafrit. Te natasya rogo nacharanamurtyuh praptasya yogagnimayam Und dann könnt ihr gleich dieses Faszienköpfchen nehmen oder euren Daumen und wir streichen den Rücken entlang und zwar von der Wirbelsäule. Bisschen weg zur Seite, einfach mit den Fingern oder wenn du so ein Faszienköpfchen hast, mit dem Faszienköpfchen ein bisschen zur Seite, um da die Faszien zu kämmen, kannst du auch einfach lang streicheln mit der Hand. Als nächsten Schritt erzeugen wir einen Unterdruck direkt da, wo wir den Bandscheibenvorfall vermuten. Also indem du hier drauf drückst und dann einfach aufsetzt und dann kannst du hier einfach lang fahren. Ja, können wir uns nachher drüber unterhalten? Bringt das was? Der Bandscheibenvorfall ist ja ziemlich tief. Ja, das ist so 5 cm weg. Oft bringt es dann doch überraschend was, weil der Unterdruck, der erzeugt wird, sich ja fortsetzt durch die einzelnen Schichten. Wenn du so ein Ding nicht hast, nimmst du einfach die Finger, nimmst die obere Haut- und Faszienschicht, ja, so, und ziehst die ab. Und dann wanderst du mit so einer Wulst nach unten und nach oben, so weit wie du eben hinkommst. Das ist eine total verblüffende Technik. Ja, mit dem Faszienköpfchen oder mit den Fingern funktioniert es genauso. Wo oft Schmerzen, die bestehen, danach direkt besser sind. Bisschen Unterdrucktechnik. Die Unterdrucktechnik, die transportiert die Entzündungszellen und Entzündungsstoffe ab und bringt neue Nährstoffe hin. Und damit beschleunigst die Heilung zum einen, aber es nimmt auch direkt akut den Schmerz weg, wenn man Beschwerden am Rücken hat. Das sind nicht immer Bandscheibenbeschwerden, die Beschwerden am Rücken machen. Eher das Gegenteil. Aber auch bei einem Bandscheibenvorfall auf jeden Fall zu empfehlen, so eine Faszientechnik anzuwenden. Und dann gehen wir zu den aktiven Übungen. Auch hier bei der Bandscheibe passiv langziehen, helikale Spannung aufbauen um den Körper. Mit aber einer Besonderheit. Wir dürfen bei der Bandscheiben, bei einem Bandscheibenvorfall, solange das ein bisschen frisch ist,
keine größeren Bewegungen in der Wirbelsäule machen. Damit scheidet eine ganze Menge, was wir gestern gemacht haben, aus. Ja, also was wir so normal sage, Rückenprogramm, da sind ja immer Drehungen, Rundungen, Hohlkreuze dabei. Das wollen wir alles in der akuten Phase eines Bandscheibenvorfalls eher weniger machen, sondern wir wollen langziehen mit einer minimalen Rückbeuge und helikal kräftigen ohne viel Bewegung. Und das wird dann schwierig. Deswegen hier diese Sequenz. Legt die Hand auf den Bauch und vieles kennt ihr, auch von gestern. Aber jetzt hier einfach darauf achten. Die Lendenwirbelsäule ist im natürlichen Hohlkreuz, deswegen knie ich. Ja. Geht auch auf dem Stuhl sitzend. Ja, für viele am Stuhl sitzen die beste Möglichkeit. Einatmung, Bauch raus, Ausatmung, Bauch rein. Immer das Ausatmen, eigenes Tempo, das Ausatmen mit so richtig viel Kraft, dass der Bauch nach hinten gezogen wird und der Bauchnabel gefühlt die Lendenwirbelsäule berührt. Der Bandscheibenvorfall ist ja zwischen den Wirbelkörpern, also hatten wir gestern getastet, mittig im Körper drin. Ja, mittig drin. Das heißt, wenn du vorne reinziehst, kommt so ein richtiger Schubs auf die Bandscheibe, auf die Wirbelsäule. Der Beckenboden reagiert mit. Die Wirbelsäule zieht es damit auseinander. Und ist oft das, was wir gerade machen, die Wunderübung beim Bandscheibenvorfall. Und wenn du die Übung richtig machst, dann darf die so eine Muskelkater erzeugen in den quer verlaufenden Bauchmuskeln. Ich habe die andere Hand am Rücken liegen, um zu überprüfen, dass meine Lendenwirbelsäule zwar den Stoß abbekommt vom Bauch, aber nicht in den Buckel hineingeht, sondern die bleibt im Hohlkreuz. Also ich spüre die Erschütterung an der Lendenwirbelsäule, aber die Lendenwirbelsäule bleibt in ihrem natürlichen Hohlkreuz. Und das ist hier besonders wichtig. Ist generell bei der Übung das Richtige, aber beim Bandscheibenvorfall besonders wichtig. Dann leg dich auf den Rücken. Wir machen das gleiche jetzt in Rückenlage. Auch hier eine Hand unter die Lendenwirbelsäule, um zu überprüfen, ist die Lendenwirbelsäule in ihrem natürlichen Hohlkreuz. Du musst sie nicht abheben, aber wichtig ist, du drückst sie nicht in den Boden hinein, sondern du lässt das natürliche Hohlkreuz. Und an sich die gleiche Übung, kleiner Hinweis, du spürst, wie der Beckenboden mitreagiert. Das ist beabsichtigt. Wobei es jetzt hier von der Idee her vor allem um den Transversus Abdominis geht, also den quer verlaufenden Bauchmuskel. Der Beckenboden darf aber gerne mitreagieren. Und meinen Bauchmuskel, den queren, den tiefen, ich spüre ihn schon ganz deutlich. Und das ist auch der Sinn der Sache. Du willst, wenn du die Übung machst, so einen richtigen Muskelkater kriegen, der innen den Körper auskleidet, quer.
Und jetzt meine Lieblingsübung von diesem Set. Da krempelst du dir dein T-Shirt hoch, sodass du mit dem nackten Bauch, und das geht nur im Keller, auf dem kalten Kellerboden, du legst dich mit dem nackten Bauch, ich kann das hier leider nicht vormachen, weil dann bin ich außerhalb des Kamerabereichs, legst du dich auf den glatten Boden, also nicht auf die Yogamatte, oder ich kann es schon vormachen, sieht man mich wahrscheinlich hier hinten auch noch. Du legst dich drauf und dann spürst du diesen kalten Boden unter dem Bauch, die andere Hand in Lendenwirbelsäule. Und jetzt ziehst du den Bauch hoch und wenn das so ein richtig glatter, kalter Boden ist, kannst du ihn so richtig runterklatschen lassen und spürst es gut. Finde ich nochmal deutlich angenehmer und spannender als auf der Yogamatte. Und ein paar Dinge, die hier wichtig sind. Es ist kein Beckenheben. Ja? Wenn ihr euch nicht sicher seid, die Übung neu ist, dann schaut zu mir her. Wenn ihr wisst, was ihr tut, macht einfach weiter. Es ist also nicht dieses hier. Ja? Und es ist auch nicht dieses hier. Ja, jetzt mache ich eine Lendenwirbelsäule-Bewegung. Ich will die Lendenwirbelsäule im neutralen Zustand halten und nur den Bauch reinziehen. Sagen immer alle, ah, da habe ich zu viel Bauch dafür. Auch wenn du ein bisschen mehr Bauch hast, kannst du den trotzdem aktivieren und hochziehen. Dann hebt du vielleicht nicht ganz ab vom Boden, das kann schon sein. Immer mit der Ausatmung ziehst du den Bauch rein, also weg vom Boden. Und dann geh in den Vierfüßlerstand. Der Rücken ist neutral. Wie die ganze Zeit. Der Bauch, den lässt du so richtig raushängen. Und dann stellst du dir vor, du hast ein Bauchnabelpiercing. Und dann ziehst du den Bauch hoch zur Lendenwirbelsäule. Wieder spürst du deutlich, wie der Beckenboden reagiert. Aber auch die quere Bauchmuskulatur. In der Schwangerschaft funktionieren die Übungen auch super, nur in Zeitlupe. Ja, dann machst du es nicht so abrupt, schwungartig, sondern da lässt du den Bauch vorhängen. Ja, das geht bis kurz vor der Entbindung, lässt du den Bauch vorhängen und ziehst einfach ganz sanft das Kind wieder zurück zu dir. Ist eine sehr sinnvolle Übung in der Schwangerschaft. Das ist jetzt hier nicht für die Schwangerschaft ausgelegt, sondern eben für den Bandscheibenvorfall. Lass dir lieber Zeit, also lieber ein bisschen langsamer die Stöße und dafür richtig vorhängen lassen und dann wieder reinziehen. Prozent der Bandscheibenvorfälle finden in der Lendenwirbelsäule statt, 10% in der Halswirbelsäule und die restlichen Prozent in der Brustwirbelsäule. Also mit anderen Worten, Brustwirbelsäule ist selten. Dann gib die Faust auf den Unterbauch, die andere Hand auf den Oberbauch, die vier Stoßatmung, Einatmung, Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust, Ausatmung, wieder stoßweise Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust, Einatmung, Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust und Ausatmung, Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust, Einatmung, Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust, Ausatmung, Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust, Einatmung, Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust, Ausatmung, Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust, Einatmung, Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust und Ausatmung.
Und dann geh wieder in den Vierfüßlerstand. Wie ihr seht, es ist hoffentlich anstrengend um den Rumpf rum, aber wir haben den Rücken selber noch gar nicht viel bewegt. Und es bleibt auch jetzt so, du gehst wieder in den Vierfüßlerstand, in die neutrale Haltung. Und jetzt ziehst du rechte Schulterblatt, linke Beckenhälfte zurück und dann drückst du mit der rechten Hand gegen das linke Knie von vorne. Ja, sonst mache ich meistens von innen, jetzt mache ich von vorne. Und halt diesen Druck, diese Spannung. Die Wirbelsäule ist in ihrem natürlichen Hohlkreuz. Und wenn du vorne drückst, aktivierst du die diagonalen Muskelfaszienzüge. Und dadurch erzeugst du automatisch hinten Länge. Also sowohl durchs Drücken als auch durchs Aktivieren der diagonalen Muskelfaszienzüge. Dann streck dich aus. Versuch, stell dir vor, du willst mit den Fingern und dem Fuß irgendwo ganz weit hinkommen. Richtig weit strecken. Und dann hackst du Holz. Mit Hand und Fuß. Und jetzt das Ganze dynamisch. Du presst zusammen mit geradem Rücken und du streckst mit geradem Rücken. Du presst zusammen und du streckst. Du presst zusammen und du streckst. Du presst zusammen und du streckst. Dann wechsel die Seite. Linke Hand gegen das rechte Knie. Du drückst ganz fest die Wirbelsäule bleibt neutral, du streckst dich lang und versuchst mit Hand und Fuß noch ein Stückchen weiter zu kommen. Dann Holzhacker. Und dann dynamisch. Du presst und streckst. Du presst und streckst. Du presst und streckst. Und ich hoffe, du spürst schon die Aktivität in der Diagonalen, über den Bauch und über den Rücken bei diesen Übungen. Jetzt legen wir uns auf den Rücken. Ja, ich mache das jetzt bewusst ein bisschen behäbig, weil wir wollen den Rücken relativ gerade halten. Und wir machen die gleichen Übungen in Rückenlage jetzt. Das heißt, wie ein Vierfüßlerstand kannst du dir leicht merken, nur dass die Arme jetzt nicht so entscheidend sind. Jetzt presse ich mit der rechten Hand gegen A. Jedes Mal, wenn ich die Übung ansage, vergesse ich es. Leg dich so auf deine Yogamatte, dass der Po an der unteren Kante der Yogamatte ist. Wäre mir dann schon aufgefallen, wenn ich weitermache. Ja, aber das könnten wir natürlich gleich von Anfang an machen. Press mit der rechten Hand gegen das linke Knie. Achte darauf, die Lendenwirbelsäule hebt nicht ab. Das ist eine Tendenz, wenn du dagegen presst, dass die abhebt ins Hohlkreuz. Aber die drückt sich auch nicht in den Lenden, in den Boden rein. Das ist auch eine Tendenz, die auch ja, häufig ist. Hier wollen wir ganz neutral bleiben in der Lendenwirbelsäule. Du presst also rechte Hand gegen das linke Knie. Dann drückst du den rechten Fuß in den Boden und den rechten Daumen, den linken Fuß in den Boden. Ja, ich habe mit der rechten Hand gegen das linke Knie gedrückt. Jetzt drücke ich den linken Fuß in den Boden und den rechten Daumen in den Boden. Und während ich in den Boden drücke, strecke ich Arm und Bein aus
Und jetzt streckst du dich in die Länge, richtig lang. Stell dir vor, du willst weit in die Ferne kommen, mit den Fingern und mit dem Fuß. Die Lendenwirbelsäule soll in ihrem natürlichen Hohlkreuz bleiben, nicht abheben und nicht in den Buckel gehen. Und jetzt Holzhacker, da klopfst du mit Fuß und Hand auf den Boden. Die andere Hand habe ich immer gerne hier unter der Lendenwirbelsäule oder in der Nähe, dass ich spüre, was macht die. Bleibt die in ihrem normalen Zustand? Das heißt, da musst du ein bisschen stabilisieren. Dann dynamisch, du drückst wieder Ferse, Daumen in den Boden, ziehst ran, presst diagonal. Drückst Ferse, Daumen in den Boden, streckst dich lang. Drückst Ferse, Daumen in den Boden, ziehst zusammen, presst, also ähnlich wie vorhin im Vierfüßlerstand, nur jetzt eben in Rückenlage. Und immer wenn du dich bewegst, drückst du mit dem Ferse und dem Daumen in den Boden. Du kannst es auch mal ausprobieren ohne diesen Druck. Funktioniert auch, aber ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller und die Übung lässt sich früher schon wieder machen nach dem Bandscheibenvorfall mit dem Druck in den Boden. Dann wechseln wir die Seite. Linke Hand presst gegen das rechte Knie. Richtig schön pressen. Du spürst, wie die Lendenwirbelsäule leicht abgehoben ist. Also nicht ins Hohlkreuz fällt, aber auch nicht also flach gedrückt wird, sondern in ihrem natürlichen Wölbung ist. Das passt so ein bisschen die Hand drunter. Normal ist 1 bis 4 Finger bei einer normalen Wirbelsäulenschwingung. Das kommt also auf deinen Rücken an. Ja, bei mir sind so 2 Finger. Ich denke, das ist so die Standardschwingung einer Wirbelsäule. Aber wenn bei deiner Wirbelsäule ein bisschen mehr schwingt oder weniger, das ist normal und okay. Du drückst jetzt die Ferse, den Daumen in den Boden, streckst dich lang, versuchst, oh, richtig weit in die Ferne zu kommen. Mit dem Fuß und mit der Hand tief atmen. Dann drück die Ferse, die Daumen in den Boden, press. Ah, Entschuldigung, wir haben Holzhacker vergessen. Also nochmal lang strecken, Holzhacker. Ja, das ist die schwierigste Übung wahrscheinlich hier. Du presst mit dem Daumen und den Fersen, klopfst du gegen den Boden und dann dynamisch drückst in den Boden, presst diagonal. Drückst Daumen und Fersen in den Boden, streckst dich lang. Drückst Daumen und Fersen in den Boden, presst diagonal. Drückst Daumen und Fersen in den Boden, streckst dich in die Länge. Drückst Daumen und Fersen in den Boden, presst diagonal. Drückst Daumen und Fersen in den Boden, streckst dich lang. Wieder zusammenziehen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Übung in dieser Reihe, nämlich das passive Langziehen. Ich drehe mich bewusst ein bisschen behäbig aus dieser Haltung raus, weil bei einem Bandscheibenvorfall wollen wir, solange der frisch ist, wenig Bewegung in die Wirbelsäule bringen, außer lang zu ziehen. Du brauchst jetzt dein Bolster und ein Kissen oder ein Bolster und eine Decke. Wenn du ein Kissen hast, ein Bolster hast, das hier zu hart ist, das also zu fest ist, dann nimmst du dir eine Decke und formst mit der Decke hier unten noch so eine kleine Stufe. Seht ihr das? Sowas hier. Dass ihr nicht die Kante des Bolsters in die Lendenwirbelsäule drücken habt, sondern ich will eigentlich einfach nur eine flache Fläche haben, die so schräg abfällt für die Lendenwirbelsäule. Und ich nehme jetzt die Decke und roll sie, um für den Kopf hier oben nochmal eine kleine Erhöhung zu haben. Ja, könnte man auch ein Kissen nehmen. Ich habe es jetzt gerade mit Decke gemacht, meistens nehme ich ein Kissen, dass ich den Kopf ein bisschen hoch habe, dann die Brustwirbelsäule auf dem Bolster liegt
Und dann falle ich schräg nach unten hier. Dann hake den Hinterkopf oben ein, in das Kissen, setze den Po so auf die Schräge, dass die Haut, dass der Po in der Luft ist. Also ich fasse immer mit der Hand unter dem Po, der Po ist in der Luft. Und dann rutsche ich mit den Beinen in die Länge, also strecke die Beine und dadurch kommt ein Längszug auf die Wirbelsäule. Also es ist weniger eine Rückbeuge, das Bolster darf nicht zu hoch sein. Ja, geht auch eine gefaltete Decke einfach so ein bisschen hoch. Es ist mehr ein passives Langziehen mit Hilfe der Schwerkraft. Der Kopf bleibt an dem höchsten Punkt hängen. Das Becken hängt nach unten, die Haut des Pos berührt jetzt den Boden, aber nicht die Sitzhöcker. Und da bleibst du liegen und genießt es, nichts zu tun. Und dass so eine Übung funktioniert und hilft, mindestens 3 Minuten. Du kannst innerlich visualisieren, wie die Wirbelsäule über diese leichte Rückbeuge liegt und jeder Wirbel auseinandergezogen wird und Raum entsteht zwischen den Wirbeln. Du kannst dir vorstellen, wie Nährstoffe reingehen. In die Bandscheiben und auch eine Vorwölbung der Bandscheibe sich durch den Unterdruck wieder zurückzieht. Wenn du daheim die Übung machst, kannst du da gerne noch länger drin bleiben. Für jetzt, für meine Ansage, setzen wir uns aber auf. Dreh dich zu mir. Find einen Sitz, wo deine Lendenwirbelsäule in ihrer natürlichen Schwingung ist. Schließ die Augen und spür, wie die Wirbelsäule sich jetzt vielleicht länger anfühlt.
länger und ja, je nachdem, ob du das jetzt präventiv machst oder ob du wirklich da Bandscheibenprobleme hast, spürst du vielleicht, dass es sich gleich besser anfühlt, wenn du Bandscheibenprobleme hast oder wenn du es präventiv machst, spürst du vielleicht einfach den Raum, der entstanden ist, vor allem in der Lendenwirbelsäule. Und dann beende so mit mir deine Yoga-Praxis. Gib die Hände vom Herzen zusammen, atme ein. Yo devo agnau yo apsu yo vishu vambuva nama vishesha ya oshadishu yo vanaspateshu tasmai devaya namo namah om shanti 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 Paramadevata Bhyo Namah, Paramadevata Bhyo Namah, Namaste.